Wir sind hier in Eiberg im Schulhaus Weierweid. Wir haben hier eine Projektwoche, in der wir der Schulklasse geholfen haben. Das Thema war Biodiversität. Wir haben 60 Kinder hier, die wir in Gruppen aufgeteilt haben. Wir haben verschiedene Posten. Und nochmal. Ja. Jetzt, das ist bei jedem so. Wir haben vom Schülerinnen- und Schülerrat auswarten, haben wir ein Projekt gemacht. Wir haben überlegt, was wäre lässig. Die Delegierten haben dann ausgewählt, aus ein paar wenigen Sachen, dass sie gerne etwas für die Natur machen würden. Darum sind wir auf Biodiversität gekommen. So sind wir auf drei grössere Sachen gekommen. Wir haben es hier im hinteren Pavillon gemacht, einen Steinhaufen für so Kleintiere als Biotop. Das Weidehaus, das auch für Kinder ein Spielraum sein soll. Und eine Wildhecke. So, einfach kennst du noch mal rein. Jetzt hau ich! Im oberen Teil haben wir eine kleine Wildblumenwiese gemacht, wo dann noch ein Hotel reinkommt, ein Bienenhotel. Jetzt bleibst du mit mir! Im unteren Teil, wo wir jetzt gerade stehen, haben wir ein Weidehäuschen gemacht. Fragt man sich vielleicht zuerst, was hat Weidehaus mit Biodiversität zu tun? Die Weide tut sehr schön Nährung für die Bienen. Ganz früh ist also von dem her auch noch etwas Wichtiges. Im Hintergrund haben wir unsere Wildhecke gemacht mit einheimischen Sträuchern. Können wir ihn auch hier nehmen? Ja, das ist eigentlich lange her. Ja, ich würde sagen, noch ein ganz bisschen. Hey Emilia, da hast du das. Nimm das. Da hat es ganz verschiedene Runden. Eine Wildhecke unterscheidet sich zu einer normalen Hecke, dass sie nicht so streng geschnitten wird und dass man sie eher ein bisschen wachsen lässt. Wichtig ist, dass wir mindestens ein Drittel Stachelig drin haben. Wir haben stachelige Gehölze haben wir mit Wildrosen, aber auch mal einen Schwarzdorn. Eigentlich ganz verschiedene Sachen. Ja. Bei den Sträuchern selber hat es eine Pimpernuss drunter. Oder auch ein Holunder. Oder auch Johannisbeere schwarze, aber auch mal eine Stechpalme. Also wirklich bunt gemischt. Einfach alles einheimisch. Als drittes hier unten haben wir noch einen Steinhaufen gemacht. Steinhaufen, wo wir ein Loch gegraben haben, 40 cm tief. Dass sie eben im Winter auch mal vom Frost her ein bisschen sich tiefer verschlüpfen können. Es geht darum, um so ein bisschen Amphibien. Hauptsächlich mal ein Eidechsli oder ein Blindschleichen. Vielleicht auch mal ein Frosch oder so, der dort rein kann sich verschlüpfen und Schutz suchen. Sie haben von 1. bis 4. Klasse wirklich mit grossen Spaten gearbeitet, den ganzen Tag lang. Und es ist eine strenge Arbeit und haben es super angebracht, dass man jetzt schon nach so einem Morgen so viel sieht. Also wir haben das mit den Lehrern spontan ein bisschen abgemacht. Ist aber jetzt wirklich am Schluss alles sehr gut rausgekommen. Es hat immer von der Zeit geklappt. Die Kinder waren motiviert und haben wirklich lässig mitgemacht. Und wir haben es auch lässig gefunden. Hat also funktioniert. Ja.